Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei den Ming im Jahr 1632 und während wir darauf warten, dass hier die Pasai mit den Assam Frieden schließen und wir danach die Hauptstadt erobern können und unseren Frieden schließen, können wir eigentlich eine Sache erledigen oder gleich zwei angehen. Nämlich, wir wollen ja noch einen zweiten Krieg führen, Tributkrieg gegen die Dai Viet, und es spricht eigentlich nichts dagegen, diesen Krieg parallel zu führen. Und dementsprechend machen wir das direkt mal. Wir erklären den Krieg, Eroberung der Hauptstadt, erzwinge Tributstaat. Ja, spricht absolut nichts dagegen. Die haben keine Verbündeten. Insofern geht es direkt los. Wir haben hier auch zwei Armeen in der Nähe. Hier greift ihr an und ihr zieht am besten mal direkt in Richtung Hauptstadt. Dauert seine Zeit. Warum geht ihr da so einen tierischen Umweg, während die da durchgehen? Warum auch immer? Ist das irgendwie kürzer? Naja, wenn ihr meint, dann macht ihr das bitte so. Gut, das ist das Erste. Das Zweite ist, dieser Krieg hier unseres Tributstaat gegen Hai Chi, auch unser Tributstaat, der gefällt mir nicht. Und ich finde, es ist an der Zeit, hier diesem Land mal zu zeigen, wo die Hake wächst. Und ich denke, wir könnten Folgendes tun. Wir könnten einfach den Tributstaat widerrufen. Dieser Einprovinzler, der kostet nicht viel im Sinne hier des Mandats. Das bringt auch nicht viel. Vor allem aber, und das ist bei manchen Missionen nochmal relevant, ist das Teil von Nordchina. Und da wird verlangt, dass wir unser Gebiet zusammenhalten. Und das ist unser Gebiet eigentlich, auch wenn wir keinen Anspruch drauf haben. Werde ich, glaube ich, das jetzt tun in dieser Situation. Ich glaube, wir kriegen leider einen Waffenstillstand. Wir müssen mal gucken. Es kann sein, dass es sowieso sich erledigt hat, weil die geschluckt werden. Kann aber auch sein, dass wir in 5 Jahren dann zumindest hier loslegen können. Deswegen beende ich das jetzt hier. Mal schauen, wer jetzt die Situation ausnutzt. So. Wir haben das erstmal wieder zurückerobert. Hier wurschtelt immer noch diese Armee darum. Aber wir laufen der dann einfach hinterher. Aber was wir jetzt machen werden, wir schicken dann nochmal jemanden hin, der ein Spionagenetzwerk aufbauen soll. So, irgendwo wurde eine Kultur verändert. Das wurde hier ohne unser Wissen getan. Das ist ja was, was ich gar nicht so mag. Wisst ihr? Ideen werden wir nicht machen. Dann konzentrieren wir uns hier unten auf diesen Krieg, der eigentlich keine wirkliche Konzentration braucht. Aber wir haben hier das wieder zurückerobert und gucken mal, was machen die da jetzt? Ja, die marschieren einfach quer durchs Land. Ich weiß nicht. Kann man eigentlich direkt auf eine... Ich weiß gar nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Ne? Habe ich noch nie richtig ausprobiert. Aber ich wünschte mir jetzt bei Stellaris, wo man auch feindliche Flotten angreifen kann, dass man hier einfach feindliche Armeen anklicken kann, die dann einfach verfolgt werden. Das wäre ein geiles Feature, wenn es das geben würde. So, ihr geht nochmal zu der Armee hin. Okay, das ist besetzt. Dann geht man weiter hier. Bisschen voll da jetzt in der Provinz. Und hier mit Pasai tut sich immer noch nichts. Oder doch, es hat sich was getan, aber ich habe offenbar die Einstellungen nicht entsprechend gemacht. Wir haben den Moment verpasst, Leute. Dann marschieren wir jetzt. Gut, hatten die noch irgendwas Wichtiges besetzt? Hier unten. Da können wir natürlich auch was machen. Wisst ihr was? Wir machen mit den 11.000, ziehen wir hier hin. Der Gegner dürfte da jetzt nicht mehr so viel haben. Das sind unsere Verbündeten. Ja. Okay. Aber das kann noch nicht lange her sein, weil hier die Armee hier gerade abzieht. Kein Problem. Hier könnten wir jetzt auch was tun. Also jetzt hätten unsere Armeen durchaus was zu tun, würde ich mal sagen. Vielleicht machen wir es dann doch noch anders. Wartet mal. Wir schicken die hier hin. Wir schicken die hier hin und da oben, da werdet ihr jetzt eben die Belagerung einleiten und ihr geht hier hin. Okay. Großen Widerstand erwarte ich nicht. Die Staatsehe mit Hai Chi ist vorüber. Aber gibt es einen Grund? Wir sollten die erneuern, finde ich. Das bringt nämlich ein bisschen was gegen das Freiheitsbestreben und so weiter. Ja. Ich denke ja, das sollten wir machen. Wir haben da, glaube ich, perspektivisch keine Erwartung, irgendwas zu erobern. Diplomatische Technologie.
Tja, 1100. Wollen wir das jetzt mitnehmen? Ich weiß es nicht. Wir sind da sogar der Zeit voraus. Nee, das macht keinen Sinn. So, schaut mal, unsere Kaiserin ist komplexe Netzweberin geworden. Spionagenetzaufbau geht schneller. Mit Bengalen, ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir abziehen. Und haben sie schon wieder verpasst hier irgendwie. Korchi möchte Militärzugang, kriegen sie nicht. So, wir haben hier die erste Provinz besetzt. Und sind da am Belagern der Hauptstadt und können direkt noch hier weiterziehen. Jetzt gucken wir mal, wie wir das Manpower-mäßig machen. Oh Gott, die ist ja ganz klein. Winzig förmlich. Mach's mal so. Die schicken wir da hin. Bildung für die Armen. Ein ansässiger religiöser Philanthrop hat begonnen, Schulen für arme Kinder in Haiju zu schaffen. Die Ambition besteht darin, den Armen die Alphabetisierung zu vermitteln und sie nach dem konfuzianischen Glauben zu erziehen. Natürlich gibt es einige, die sagen, dass dies nicht ohne Risiken behaftet ist. Tja, bin mir nicht ganz sicher, ob es da so ein staatliches Bildungssystem war, aber ich meinte, konfuzianische Lehre war immer gut. Ach, ich würde sagen, wir unterstützen das mal. Wir bekommen Innovationsfähigkeit. Die Shizu, das ist unser geistiger Stand, bekommt Einfluss. Ja, vor Ort ein bisschen lokale Unruhe, aber das sollte überhaupt kein Thema sein. Wir haben so viele positive Unruhe-Modifikatoren oder, also, ihr wisst, was ich meine. Aber was ich machen werde, ist Kriegssteuer. Das hätte ich die ganze Zeit mal machen können. Plus 66. Sehr fein. Ja, wir werden das Geld brauchen. Wir werden das Geld noch brauchen. So, hier haben wir Bhutan besetzt, da läuft die andere Besetzung. Okay, die fügen wir jetzt mal zusammen und werden mal ganz platt die einfach halbieren und den Rest hier hinschicken. Ich glaube, dieses Land besitzt gar keine Armee, oder was ist das? Oder sie sind geflohen. Okay, hier hätten wir das auch mal machen können. Machen wir jetzt mal. Gut, da sind tatsächlich 1000 Mann, zu denen wir sogar hinkommen, die jetzt fliehen. Ja, wir verlieren natürlich wieder unsere raren Männer. So. Klar, bei diesen ganzen Besetzungen. Oh, da ist die gegnerische Armee. Ja, dann hat sich die Sache ja geklärt, die Suche. Haben wir noch irgendeine eigene Armee in der Nähe? Ja, die hier. der sollten wir vielleicht auch nochmal einen Anführer zuweisen. Ich sehe gerade, ist das hier unsere Thronfolge? Da oben stehen auch noch Armeen rum, die wir eigentlich gut woanders gebrauchen könnten. Hier ist aber auch immer noch die feindliche Assam-Armee und die kommt hier sogar in die Nähe. Das ist gut. Dann werden wir hier mal eine Schlacht schlagen gegen die, während wir die Armee in den Süden ziehen. Was ewig dauern wird, ehe die da ist. Aber die ist ein bisschen näher dran. Dann kümmern wir uns mit der um die. Und jetzt weiß ich bloß nicht, welchen Anführer nehme ich weg. Wo brauchen wir keinen? Hier unten brauchen wir zum Beispiel keinen. Die 12. Armee. Die braucht keinen. Ja, dann muss ich sie da auch abnehmen. Ah, hier geht nicht. 5. Armee, wo ist die denn? Die ist da oben. Ach komm, dann nehmen wir einfach mal so blind die 9. Armee. Das wird schon hinhauen. So, sie hauen natürlich ab. Oh, und jetzt haben wir Assam. 69% Kriegsstand. Das könnte jetzt der entscheidende Durchbruch gewesen sein. Wir gucken uns das mal an. So, wir wollen Tributstaat. Jawohl. Und sie sagen auch schon ja. Hervorragend. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht... Ah, wegen des Geldes. Was ist denn von ihnen zu kriegen? Oh, das ist aber noch einiges, was sie da... Oh, schaut mal. Wir könnten noch weitermachen.
Ist es uns das wert? Ich meine, das kostet alles wieder Manpower und so. Ich glaube, es ist nicht wert. Also theoretisch können wir 1100, aber dann müssten wir auch hier unten alles erobern. Doch, es ist wert. 1000 mehr oder weniger, das ist schon eine Menge. Dann lass mal gucken. Also, wo sind noch die Festungen? Den Kleinkram können wir jetzt noch mit erobern. Wir teilen uns einfach hier mal auf. Das ist Ödland. Das ist auch Ödland. Okay. Dann ist das soweit gut. Hier sind wir schon dabei. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Hier sind wir auch dabei. Und das da unten hat Pasei bekommen. Aha, alles klar. Habe ich doch geahnt, dass das eine Menge wird, was sie da sich nehmen werden. Ja, warten wir noch ein bisschen ab. Wir kommen schon noch höher. Das klappt schon. Ah, nee, das ist mir ein zu großer Umweg. Den werde ich nicht gehen. So, die sind leider dahin geflohen, ziehen irgendwie in den Süden. Das heißt, das war alles umsonst, was wir gemacht haben. Ziehen wir mal hinterher. Keine Ahnung, wo die jetzt hin wollen. So, die gegnerische Armee hat sich jetzt wohin bewegt? Hierhin. Okay. Gut, da bedroht sie uns so ein bisschen, ne? 10,5 ohne Anführer. Das könnte sogar gefährlich werden, wenn wir nicht aufpassen. Was machen die hier? Sukhothai. Mal gucken, ob die dann in unsere Richtung ziehen. Ich will aber jetzt nicht die Belagerung beenden. Ne, die ziehen gen Süden. Das ist okay. Okay, hier kämpfen die gegen die Rebellen. Die wollen wahrscheinlich hier wieder rum. Was auch immer. So, das haben wir besetzt. Das haben wir besetzt. Damit haben wir 71%. Mehr brauchen wir da eigentlich nicht zu tun. Gut. Hier ziehen die jetzt südwärts, Gott sei Dank. Aber was wollen die da eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir bleiben hier stehen. Das ist soweit in Ordnung. Hier kannst du noch dorthin gehen und hier warten wir auf das Ende der Belagerung. Und die erobern das da zurück. Ja, da hat der Gegner jetzt noch was besetzt. Das ist aber alles nichts wert, was sie da besetzen. Kein Problem. Aber da können wir vielleicht doch mit dieser Armee irgendwie nochmal kontern. Die braucht da nicht in den Süden. So, was ist mit euch? Ihr zieht wieder in den Norden nach Dege. Können wir da was tun? Ja, können wir. Der Gegner bricht dann direkt ab. Und wir haben irgendwo eine Belagerung gewonnen. Ja, aber es kommt jetzt hier zur Schlacht mit unserem besten General. So, wir haben 84%. Ah, die Nerven da. Aber das bringt denen keine Kriegspunkte. Insofern muss uns das nicht nervös machen. Das läuft hier auch. Das machen unsere Verbündeten. Das ist erfreulich. Und das ist dann auch im Prinzip die... Na, diese beiden sind eigentlich noch... Ja, die beiden und die Armee und... Dann sollten wir das Geld bekommen, was wir haben wollen. Hier wird das jetzt auch was. Da haben wir immerhin schon 9%. Ja, die Hauptstadt muss fallen. Und jetzt kommt es hier tatsächlich zur großen Schlacht. Wir mit dem Nachteil des Geländes, aber mit einem hervorragenden General und guter Moral können den Gegner absolut vernichten. Und haben damit 90% Kriegsstand. Und werden uns hier erstmal ein bisschen ausruhen. Hervorragend. Also, dann warten wir jetzt tatsächlich noch die Belagerung da ab und dann kriegen wir das große Geld auch noch. Ja, Assam bietet schon Frieden an. Das wollen wir nicht. Die Belagerung haben wir, sehr gut. Jetzt warten wir nur noch auf die, oder? Nee, wir haben 99, da können wir das jetzt schon machen. Da können wir das jetzt schon machen. Und auch hier ist die Hauptstadt gefallen. Auch hier wird es jetzt ganz schnell gehen, Leute. Das heißt, hier wird erstmal der Frieden jetzt verhandelt. Wir haben den Tributstaat, genau. Und alles andere geht dann ja sowieso nicht mehr.
Und jetzt kommt noch das große Geld. Na, mal sehen, was es denn am Ende wird. So, 865. Ja, ich denke, das hat sich noch gelohnt. Eine Koalition kann gebildet werden durch Assam. Ja, toll. Das werden die mit Sicherheit nicht machen nach diesem Krieg. Wir senden die Forderungen. Sehr schön. Und damit ist dieser Krieg beendet. Assam ist unser Tributstaat. Und um den müssen wir uns jetzt ein bisschen kümmern. Hohes Freiheitsbestreben. Wir werden natürlich als erstes erstmal dort Beziehungen verbessern. Können wir jetzt nicht, können wir erst in einem Monat. Gucken wir uns das nochmal an. Wir sagen, wir wollen Geld haben, aber eigentlich will ich administrative Macht haben von euch. Und wir könnten ihnen mal ein Geschenk schicken. Lohnt sich das? Ja, sie sind groß. Sie werden immer renitent bleiben. Ne? Also wir brauchen unbedingt eine Meinungsverbesserung. Wir müssen die jetzt ein bisschen gut behandeln, damit es nicht immer wieder Ärger geht. Wir können natürlich jetzt mit dem Geld, was sie uns gegeben haben, ihr gleich ihre Schulden tilgen. Das mache ich aber nicht. Aber wir schenken ihnen mal was. Wir haben ihnen eben 800 weggenommen und jetzt schenken wir ihnen 64. Ist das nicht großzügig? Ich finde auch. Gut, dann müssen wir unsere Armeen hier abziehen. Die setzen wir erstmal dorthin. Die Armee erstmal dort und dann müssen wir uns irgendwie ein vernünftiges System überlegen, wo welche Armeen stationiert werden, welche Größe und so weiter. Das wird alles ein bisschen Fummelei noch werden. Aber erstmal beenden wir diesen Krieg hier, wozu wir eigentlich nur diese Festung dort noch benötigen. Das heißt, wir können die Truppen auch schon wieder zusammenziehen. Irgendwo ist da immer noch der Feindesarmee. Hier, die 12.000, aber die werden uns, glaube ich, jetzt nicht mehr belästigen. So, damit haben wir es. Damit ist das gesamte Land besetzt und auch hier werden wir den Frieden schließen. Tributstaat. Ansprüche aufgeben könnten wir auch noch durchsetzen. Dann gibt es nicht irgendwie noch Stress mit den Nachbarn. Oder wir nehmen Geld. Wie viel Geld können sie uns dann geben? 215. Ja. Dann sollen sie nochmal Ansprüche aufgeben. Okay. Gut. Das ist es, Leute. Forderung senden. So. Damit ist auch dieser Tributkrieg beendet. Wohlan. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann können wir auch die Armeen hier abziehen. Erstmal zusammenfassen. Dann in unser Reich schicken. Jetzt mal irgendwo ganz beliebig hin. Und dann schauen wir uns die Situation mal an. Wir bekommen 0,3 plus. Keine Mali, weil auch keine Verwüstung, also kein Krieg hat auf unserem Gebiet stattgefunden. Auch darauf müssen wir achten. Und alle sind tributpflichtig. Die gehen. Also das ist, mehr kann man jetzt in dieser Hinsicht eigentlich nicht erreichen. So, Korchin ist übrigens schon besetzt. Ich bezweifle, dass sie diesen Krieg hier noch... Also ich fürchte, Haichi wird Korchin auch nehmen und dann hat sich das sowieso erledigt. Ich weiß gar nicht, ob das nicht ein großer Fehler jetzt eigentlich war. Wie ist das eigentlich? Wenn die mein Tributstaat sind und ein Tributstaat den anderen erobert, kann ich das einfach geschehen lassen? Ich glaube ja, ne? Kann man, glaube ich, nichts gegen machen. So, die haben schon wieder irgendwas annektiert. Trapezunt. Aber ich glaube, mit den Osmanen werden wir vermutlich nichts mehr zu schaffen bekommen. So, jetzt müssen wir bloß zusehen, dass unsere Armeen nicht zu groß werden. Vielleicht nehmen wir die einfach mal weg. Und bringen die mit anderen zusammen. Beziehungsweise wir brauchen Armeestandorte, wo die dann auch in der Größe unterhalten werden können. Die Provinzen sind hier nicht so weit entwickelt, dass das überall der Fall ist. Da müssen wir uns dann noch ein bisschen mit den Details befassen. Auf jeden Fall brauchen wir natürlich auch eine Armee in der Hauptstadt. Aber wie gesagt, die sinnvollen Standorte. Aber ich vermute eher, hier passiert so ein bisschen die Action. Falls überhaupt Action passiert. Gut, dann können wir neue Einheit auswählen. Asiatische Wehrpflicht Infanterie. Das machen wir auch gleich. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, irgendwas ist noch überlegen.
Ach so, die Lederkanone. Das war's eigentlich. Das andere hatten wir, glaube ich, schon. So, Technologie will ich, wie gesagt, nicht. Und... aha, Daiviet hat 59. Auch da würde ich, glaube ich, gerne die Admin-Punkte nehmen. Und auch hier... oh ja, wir wollten Diplomaten schicken, ne? Ganz wichtig. Beziehung verbessern, und zwar mit beiden. Und hier mit Assam auch. Unbedingt. Vielleicht auch Staatsehen schließen? Müssen wir sehen. Ich glaube, es spricht eigentlich nichts dagegen, was unsere Gesamtstrategie betrifft, wenn wir das, wenn wir dort überall Ehen schließen. So, wir haben übrigens hier ein Spionage-Netzwerk. Das können wir eigentlich jetzt schon mal nutzen, um einen Anspruch zu fungieren. Nicht zu fungieren. So, Piraterie ist ausgelaufen. Hervorragend. Das steigert unsere Handelseinnahmen. Und wir könnten Darlehen zurückzahlen. Ach, wisst ihr was? Wir haben so viel Geld. Lass uns das jetzt mal machen. Wir zahlen die beiden zurück. Und wir sind dominant im Weihrauchhandel. Hervorragend. Gut, mit diesem Kriegsende, liebe Leute, beenden wir dann auch erstmal diese Folge. Und jetzt beginnt der Frieden. Jetzt beginnt das große Wirken im Binnenland. Da gibt es sicher einiges zu tun, was wir hier verbessern können im Reich der Ming. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.